Gehörst du zu den glücklichen Besitzern eines iPhone 13 Modells und fragst dich jetzt gerade, welches Zubehör benötige ich wirklich und was könnte ich mir sparen? Genau dabei möchte ich dir mit diesem Video helfen und stelle dir einiges an Zubehör vor und möchte dir Vor- und Nachteile der jeweiligen Zubehörteile zeigen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht vor mir das iPhone 13 Mini und das iPhone 13 Pro. Beide Modelle werden natürlich noch Teil des Kanals sein, beziehungsweise ich werde auch noch Videos dazu anfertigen. Doch mir ist eins vorab wichtig, gibt es Zubehör, das man für diese Geräte braucht oder auch nicht? Einiges von dem Zubehör könntet ihr auch für ein iPhone 12 benutzen. Heißt, wenn ihr ein iPhone 12 Modell besitzt, könnte das ein oder andere Teil auch für euch nützlich sein. Doch ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden und möchte euch mal das erste vorstellen. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist ein Netzteil. Denn ja, es gibt einige iPhone-Modelle, die bekommen natürlich keine mehr mitgeliefert. Dementsprechend braucht ihr hier passendes Zubehör. Ihr könnt zum einen natürlich im Apple Store das originale Netzteil kaufen oder ihr kauft dieses von ESR. Hier gilt es nochmal eins zu erwähnen. Alle Produkte, die ich euch heute vorstelle, habe ich mir selbst gekauft. Deshalb ist es kein Werbevideo finanziert durch einen Hersteller, sondern ich habe das Ganze wirklich selbst getestet. Dieses Netzteil erfüllt die volle Wattleistung, ist klein, kompakt und ihr braucht definitiv eins, falls ihr euch ein iPhone 13 gekauft habt, deshalb würde ich euch das empfehlen. Nein, es ist kein Orden, sondern es ist MagSafe. Ja, seit dem iPhone 12 kennen wir nämlich diesen Ladestandard und das Ganze wird magnetisch auf der Rückseite befestigt. Ihr müsst bei den Zubehörteilen aber auch ein bisschen darauf achten, wenn ihr euch zum Beispiel für ein Case entscheidet. Darüber möchte ich aber gleich sprechen. Überraschenderweise konnte ich dieses Zubehör für 29 Euro bei Amazon schießen und für den Preis fand ich es dann doch relativ fair. Denn schaut ihr euch nach herkömmlichen kabellosen Lademöglichkeiten um, stellt ihr schnell fest, diese können maximal mit 10 Watt laden und hier sind es immerhin 15 Watt, deshalb würde ich euch, wenn das Originalteil von Apple hier empfehlen, in Kombination mit dem Netzteil, das ich euch vorhin gezeigt habe, ist das noch verhältnismäßig günstig im Gesamtpaket. Wer sich ein iPhone kauft, der möchte es natürlich auch gut schützen und da gibt es allerhand Cases da draußen und die Hersteller versprechen das Unterschiedlichste, nur um euch ein Case zu verkaufen. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, wer so viel Geld für ein iPhone zahlt, der kann sich auch das passende bzw. Original Case von Apple kaufen. Doch hier in dem Fall muss ich sagen, es muss nicht immer das Original sein. Denn ich habe beispielsweise dieses schwarze Case von ESR getestet und muss sagen, ich bin sehr zufrieden, denn es ist sehr robust und ihr merkt, hey, das macht schon etwas her. Und auf der Innenseite erkennt ihr, es ist MagSafe kompatibel. Und genau das würde ich euch raten, wenn ihr euch ein Case kauft, dass ihr schaut, dass es auch MagSafe kompatibel ist. Sprich, dass wenn ihr euer iPhone in dieses Case gelegt habt, ihr es trotzdem noch mit MagSafe laden könnt. Anders sieht es dann zum Beispiel mit den coolen und hippen Cases von Elago aus. Dazu wird es bald auch nochmal hier ein Video auf meinem Kanal geben. Die sind extrem hip, sehen gut aus, sind allerdings nicht MagSafe kompatibel. Und das ist etwas, was ihr immer vorab schon mal einschätzen müsst, wenn ihr euch für ein Case entscheidet. Das nächste Zubehörteil ist für die Autofahrer unter euch geeignet, denn möchtet ihr euer iPhone im Auto befestigen und laden, dann habt ihr hier auch nochmal die Möglichkeit, eine Halterung mit MagSafe-Funktion in eurem Auto bzw. genauer gesagt in der Lüftung zu befestigen. Hier in dem Fall gibt es einen Clip und das Ganze wird auch nochmal festgezogen. Unten ist dann der USB Type-C-Anschluss und das Ganze wird dann über USB in eurem Auto geladen. Ich persönlich nutze das Ganze selbst jeden Tag und bin echt zufrieden damit, denn das iPhone hält auch wirklich und fällt auch nicht bei einer leichten Bodenwelle runter. Der Vorteil natürlich, es wird geladen und so könnt ihr es zum Beispiel noch besser für die Navigation nutzen, denn wir alle wissen, während der Fahrt sollten wir unser Smartphone nicht in der Hand halten. Das Ganze kostet übrigens 30 Euro. Ich finde, das ist es auch wert, denn seit dem iPhone 12 könnt ihr das auch nutzen und ich gehe ganz stark davon aus, dass der MagSafe-Standard auch in den nächsten Jahren noch mit dabei sein wird. Ihr seht es in meiner Hand und das ist, glaube ich, das strittigste Zubehörteil, das man seit langem bei Apple gesehen hat. Es ist natürlich die MagSafe Battery, die ihr auf die Rückseite eures Smartphones klippen könnt und das schon seit dem iPhone 12. Wenn man das positiv beschreiben will, dann ist natürlich der ganz große Vorteil, eine Powerbank muss nicht nochmal richtig angeschlossen werden, sondern über den MagSafe Standard funktioniert das echt gut. Und da muss ich sagen, gerade für die iPhone 12 Mini Besitzer könnte das echt interessant sein. Natürlich wird das Smartphone dadurch dicker, aber man kann es noch besser in der Hand halten.
halten. Mich erinnert das immer so ein bisschen an einen Gameboy. Dadurch könnt ihr natürlich die Akkulaufzeit eures Smartphones wesentlich verlängern. Es gibt allerdings auch Alternativen, die kosten gerade einmal ein Drittel dieses Originalteils von Apple. Und auch das habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tja, das waren sie. Meine Gadgets oder Zubehörteile, die ihr für die iPhone 13 Modelle oder auch schon für die iPhone 12 Modelle nutzen könnt. Ich bin gespannt. Findet ihr diese Dinge gut oder sagt ihr, hey, ich würde nichts davon kaufen und würde das Smartphone einfach so nutzen? Oder gibt es Dinge, die ich vielleicht vergessen habe? Dann schreibt auch das gerne unten in die Kommentare. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.